Es ist eine kleine Stadt. Provinziell und namenlos wäre sie, wie so viele Städte in dieser Republik. Doch es ist Deutschlands Fußballhauptstadt, auf deren Gipfel regelmäßig 38.000 Verrückte feiern. Fußballverrückte. Abstieg, Aufstieg, Meisterschaft. Die Menschen in diesem Stadion, in dieser Stadt, ja sogar in der ganzen Region, sind enger zusammengerückt. Es entstand eine Bewegung, die im deutschen Fußball ihresgleichen sucht. Aus Solidarität zu den roten Teufeln von Betzenberg. Ich denke, dass es zum einen die sportliche Ebene gibt. Hier gibt es die kämpferischen Elemente der Mannschaft. Hier gibt es den Abstieg, der die Fans sicherlich noch näher zusammenrücken ließ. Dann gibt es sicherlich auch die Trainerauswahl, der Trainer, der hier deutlich auf solche Akzente setzte. Ich denke, dass es regionale Aspekte in der Pfalz gibt, die Fokussierung in Richtung Betzenberg. Ich denke, dass es darüber hinaus sozial-strukturelle Aspekte gibt, nämlich wirtschaftliche Nöte. Aber nicht zuletzt auch Sie. Die Medien sind irgendwo mitverantwortlich. In der Fokussierung dieser Fangruppe scheinen die Fans auch die Erwartungen der Medien im Nachhinein jetzt auch erfüllen zu wollen. Nämlich sie zeigen sich auch vor ihren Zuschauern mit ihrem Stolz und in ihrer Begeisterung und in ihrer Treue. Es gibt Momente, da ist es selbst dem treuesten FCK-Fan des Guten zu viel. Ein entscheidendes Tor in allerletzter Minute, das haut ihn einfach um. Leben und Leiden mit dem FCK. Kaum einer empfindet es so intensiv wie der Mann in der ersten Reihe, Werner Kaul, von den roten Teufeln besessen. Sein Alltag, eine Autowerkstatt mit Tankstelle nahe Bad Kreuznach. Man muss genau hingucken, dann fällt er auf, der kleine Unterschied zu vergleichbaren Betrieben. Hier dreht sich alles nur um das eine. Und mittendrin Werner Kaul. Ein eher ruhiger Zeitgenosse, aber im Stadion der lauteste aller Pfälzer Teufel. Vor der Westkurve, hier wo der stimmgewaltigste Fanblock sich und den FCK feiert, hier gibt Werner Kaul den Ton an. Als Chef der Trommlertruppe von Betzenberg. 90 Minuten Trommelwirbel bei Wind und Wetter, trotz Sitzplatz-Jahreskarte. Stadion Betzenberg, da gibt es erstmal nur gute Plätze. Ob man jetzt hinterm Tor steht, ob sie irgendwo im Block stehen oder auf der Haupttribüne sitzen oder Südtribüne. Also das ist einfach ein super Stadion. Im Moment könnte ich mir das nicht vorstellen. Ich meine, man ist halt, wenn man direkt hinterm Tor steht, doch wie, es ist halt eben als Trommler, als wenn man im mitmachen wird, so kann man sagen. Als wenn man wirklich der 12. Mann wäre. Es ist schon, glaube ich, sehr schwierig für mich, ruhig sitzend auf der Haupttribüne das Spiel zu verfolgen nach im Moment. Wenn die Spieler feiern, dann ist kaum einer näher dran als Werner Kaul mit seiner Mannschaft. Ein Leben ohne den FCK können sich alle hier kaum vorstellen. Weniger die Spieler, der Betzenberg ist ein Teil davon geworden. Die Spieler natürlich als die Akteure, ist ganz klar. Nur die Spieler sind halt eben austauschbar und werden auch ja hier und da ausgetauscht. Nur die Atmosphäre bleibt und auch das Publikum bleibt. We are the champions. Wir sind die Meister, singen sie. Und begreifen sich ganz bewusst als Teil der Mannschaft, die deutscher Fußballmeister geworden ist. Die Roten Teufel haben es wieder geschafft. Sie haben gekämpft und haben sich aufgerafft. Sie sind wieder in die erste Liga zurück. Die Fans sind voller Stolz und voller Glück. Dichten ist ihr allergrößtes Hobby. Zuweilen schreibt sie auch Briefe in Sachen FCK. Elisabeth Keller, 90 Jahre alt, aus Kaiserslautern, ärgert sich über Bayern-Manager Uli Hoeneß. Der hatte behauptet,
Otto Rehhagel können nur in der Provinz erfolgreich sein. Weil er so arrogant war und so überheblich und hat sich so über die Plätze so ausgelöst, als wenn die gar nichts wären, dann wären die Provinz wär nichts. Mit denen machen wir noch was vor. Den Weltkicker. Apropos Kicker, den liest sie auch und das regelmäßig. Elisabeth Keller geht nicht mehr ins Stadion, aber sie ist über das Bundesliga-Geschehen bestens informiert. Obwohl sie FCK-Fan ist, vieles gefällt ihr nicht mehr am Fußball heutzutage. Ja, wenn sie früher zu der, wie die Waldermannschaften da waren, das war noch Sport. Also heute kann man es mit Sport fast nicht mehr vergleichen. Es ist nur noch ein Geldgeschäft. Überall gehen sie nur hin, wo sie mehr Geld kriegen. Und das Fußballspiel, das wird immer brutaler. Gucken Sie mal, wie viele Verletzte, so viele Verletzte hat es früher nicht gegeben. Außen steht Axel Roos. Roos! Und in der Mitte Olaf Marschall. Da! Elisabeth Keller hat in dieser Saison kein einziges Spiel des FCK versäumt. Egal auf welchem Kanal. Ach, shit. So gesehen gehört auch die 90-Jährige zur großen FCK-Familie, wie die Hubers aus Landstuhl. Ihr FCK-Zimmer ist einzigartig. In diesem rot-weißen Mikrokosmos verbringt die Familie ihre Freizeit und entwickelt Ideen. Zum Beispiel eine Fan-Fernsehsendung im offenen Kanal. Damit jeder weiß, welcher Ablauf vorgesehen ist, haben wir für jeden Ablaufplan. Kamera 1 geht gleich auf der Udo. Der Udo macht die Begrüßung. Zwei Stunden FCK-Fanclub-Fernsehen. Vater Erich hinter der Kamera als Teamchef. Mutter Helga davor im Interview. Stefanie kümmert sich um Studiogast Ratinho. Und Bettina versteigert ein Trikot für einen guten Zweck. Die komplette Familie Huber engagiert sich im Namen des FCK. Erich schreibt kleine Artikel für das Stadionmagazin. Die Fotos schießt er selbst. Helga ist Fanclub-Vorsitzende und die Töchter betreuen Werbeaktionen. Aus Liebe zum FCK. Ja, das ist mir in die Wiege gelegt. Ich bin in Kaiserslautern geboren und beim ersten Blick aus dem Fenster habe ich den Betzenberg gesehen. Wir bleiben im FCK treuer in den Seeglas. Freundschaften pflegen die Hubers in der Fußballszene. Zu den Bremer Fans gibt es eine besonders herzliche Verbindung. Familie Huber hat das Treffen organisiert, macht die Arbeit und muss am Ende auch noch für die Stimmung sorgen. Im vergangenen Jahr ein Novum im deutschen Fußball. Über 50 Rollstuhlfahrer erleben in Frankfurt zum ersten Mal ein Auswärtsspiel des FCK. Kostenlos. Erich und Helga Huber hatten die Fahrt mit dem Fanclub Fairplay organisiert. Carsten Radka und Albert Metzinger, zwei Rollstuhlfahrer, die regelmäßig die Heimspiele des FCK besuchen. Ihr Blickwinkel ist verschieden, in vielerlei Hinsicht. Kommst du mal drumherum an. Hier sind 38.000 Leute im Stadion und die gehen auch jeden Samstag. Und ich glaube, da geht es einigen Leuten schlimmer als mir. Nicht nur für mich, auch für alle Behinderte hier. Ist was ganz Besonderes. Ich denke, es ist toll, dass der Verein hier uns die Möglichkeit gibt, sowas uns anzuschauen. Carsten Radka arbeitet in einer Gruppe von Behinderten in den Westpfalz-Werkstätten Landstuhl. Sein Job, Teile für ein ABS-Bremssystem zusammenbauen. Für den Grad seiner Behinderung eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Aber Fußball scheint ihn mehr auszufüllen. Der FCK ist allgegenwärtig.
Besonders montags, wenn die FCK-Fans dieser Gruppe mit ihrem Betreuer das Spiel vom Wochenende aufarbeiten. Also, Freunde, es sind doch die Fans. Warum ist der FCK dieses Jahr so gut? Trainer, Management, einfach alles besser. Und jetzt kommen wir nochmal auf das Fahrzeug zurück. Das Fahrzeug haben sie zurückgekauft. Gott sei Dank. War viel Geld. Das Fahrzeug ist halt der Dreh- und Angelpunkt der Mannschaft. Aber in Mailand hat er wahrscheinlich das auch gehabt. Aber warum ist er dann von Mailand jetzt weg zur Pizza? Ganz einfach. FCK sei Heimat. Am FCK hat sein Herz gehungen. Viele Behinderte identifizieren sich mit den FCK-Stars sehr stark. Und manchmal beeinflusst ein Fußballergebnis den Tagesablauf. Sehr gut, Tito. Das merkt man auch dann montags, wenn sie wieder auf die Arbeit kommen. Der FCK hat verloren. Dann sind die dermaßen niedergeschlagen, die meisten. Die können das eigentlich gar nicht glauben. Und halten auch ganz große Stücke auf der FCK. Ich denke, das ist schon ein bisschen Lebensinhalt für viele Leute. Also für viele Werkstattangehörige ist der FCK so schon eine zweite Heimat eigentlich. Albert Metzinger hat etwas mehr Distanz. Zu Hause im Saarland, in Rehlingen-Siersburg, ist er der Rollstuhlbeauftragte des Landkreises. Auch im Stadion setzt er sich für andere Rollstuhlfahrer ein. Wir hier als Rollstuhlfahrer, wir müssen hier, um hier in der Nähe zu parken, 100 Mark pro Saison bezahlen. Und ich denke, das ist diskriminierend. Und wenn Sie wirklich Meister sind, gehört auch, dass Sie sich meisterlich verhalten dazu, dass Sie hier die Behinderten kostenlos parken können. Ein Ansinnen, das bisher im sportlichen Erfolg der Roten Teufel unterging. Noch keiner Fußballmannschaft ist es jemals gelungen, dass sie noch im Aufstieg gleich an die Spitze sind vorgedrungen. Mit 4 Punkten Vorsprung haben sie den Herbstmeister gemacht. Das Kunststück haben die Roten Teufel vom Betze vollbracht. Auch sie haben das Kunststück verfolgt. Etwa 2 Dutzend Dauerkartenbesitzer auf der Nordtribüne. Eine Gruppe, die einmalig ist. Der Ärzte-Fanclub, 1. FC Kaiserslautern. In regelmäßigen Abständen treffen sie sich, Ärzte und Pharmareferenten. Frauen und Männer aus ganz Deutschland angereist, die alle eines gemeinsam haben. Sie sind befallen vom FCK-Bacillus. Wir waren im Sonderzug in Metten, ja? Ihr Sprecher ist ein Allgemeinmediziner aus Mainz. Auch er spürt Woche für Woche die gleichen Symptome. Der Bacillus zeigt sich einfach darin, dass man dabei sein muss, dass wenn man mal nicht die Möglichkeit hat, im Stadion zu sein, dass man mit aller Möglichkeit oder mit allen Varianten versucht, an Informationen ranzukommen. Und sei es, dass wir aus Kapstadt mit dem Handy telefoniert haben nach Karlsruhe, wie es steht. Also es ist irgendetwas dahinter, ja. Medikamente stapeln sich in seiner Praxis, gesammelt und sortiert von den Mitgliedern des Fanclubs. Die Ärzte lassen ihre Beziehungen spielen und versuchen zu helfen. Sie unterstützen Hilfsprojekte und Transporte in alle Welt, gemeinsam mit dem FCK. Fotos von der jüngsten Aktion in Zagreb. Für die Opfer des Bürgerkrieges im ehemaligen Jugoslawien sammelten die Ärzte auch medizinisches Gerät. Ein Verein hat eine politische und eine soziale Aufgabe, ja? Und ich glaube, dass es vielen heute nicht mehr bewusst ist, welche großen sozialen Aufgaben und Verantwortung Vereine eigentlich in der Bundesrepublik auch haben. Und unsere großen Fußballvereine sind eigentlich zu Wirtschaftsunternehmen letztendlich degradiert, verkommen oder auch aufgestiegen, wie man das titulieren möchte. Und viele sind sich nicht mehr dieser sozialen Rolle und der Verantwortung bewusst. Und das hat der FCK die ganze Zeit, glaube ich, noch ganz gut nach außen hin transportiert. Herzenssache FCK. Burkhard Schappert wurde, wie fast alle in dem Fanclub, nach dem Abstieg 96 Vereinsmitglied. Aus Solidarität. Ich würde es nicht so enorm hoch ansiedeln. Ich werde mir auch nicht die Kugel geben, falls der Verein absteigt. Aber ich freue mich natürlich sehr über die Erfolge. Und es ist ein Stück Lebensqualität, das wir am Wochenende einlösen können. Und auf das möchte ich eigentlich auch nicht verzichten in Zukunft. Und so fiebern die Ärzte jetzt der Champions League entgegen. Nur ein wenig gelassener als viele andere in der Hölle Betzenberg. Immer dann, wenn die Teufel im Stadion tanzen, ist das FCK-Haus in Langweiler bei Lauterecken fein herausgeputzt. Rolf Eiselstein bewohnt das Haus in der Hauptstraße mit seiner Mutter.
Sie führen ein Leben in Rot-Weiß. Wie ich klein war, hat mich meine Mutter im rot-weißen Kinderwagen durch die Gegend gefahren. Und dadurch bin ich dann Lautra-Fan geworden. Die Teufelchen als Gartenzaun, alles in mühevoller Kleinarbeit selbst gebastelt. Außer Rot und Weiß hat der gelernte Maler so ziemlich alle Farben aus seinem Leben gestrichen. Einige Nachbarn ist die FCK-Fassade in der Ortsmitte von Langweiler ein schmerzlicher Anblick. Und deshalb taten sie dem FCK-Fan Eiselstein das Schlimmste an. Das war auf der Hexennacht, da haben sie mal Bayernzeichen drauf gemacht, das Garagentor. Aber das war kein Problem für mich, ich habe es gleich wieder weggemacht. Jetzt hat Rolf Eiselstein ein anderes Problem. Der Crunchips-Hersteller Balsen steigt als FCK-Hauptsponsor aus. Deshalb müssen nun die Dachziegel neu gestrichen werden. Neuer FCK-Sponsor ist die Deutsche Vermögensberatung. Und deren Schriftzug muss natürlich pünktlich zum Saisonstart auf dem Dach sein. Der Test im Hinterhof. Alles passt zusammen. Aber der Rot-Weiß-Denker Eiselstein hat noch andere Sorgen. Da soll eine Straßenlaterne hin und ich spiele rot-weiße Straßenlaterne. Der Ortsbürgermeister, der geht, ist dagegen, dass ich nur rot-weiße Laterne haben will. Das stinkt mir so langsam. Für Fotos von seinem Haus verlangt er kleine Geldspenden für krebskranke Kinder. Und für besonders spendable Zeitgenossen wirft er Schäfchen Betsy schon mal die Decke über. Ins Stadion geht er nie. Erstens einmal, ich kann das nervlich nicht verkraften. Und dann bleibe ich lieber daheim her am Radio. Da kann ich mich, wenn ich ein bisschen aufrege, im Stadion drüber aufrege, das bringt nichts. Dafür finden manchmal Menschen den Weg zu den roten Teufeln, die man auf der Tribüne nicht unbedingt vermuten würde. Zum Beispiel Gerd Dudenhöfer alias Heinz Becker. Was führt den Saarländer schlechthin in die Hölle der Pfalz? Sportlicher Mut. Ich bin ja eigentlich nur der Fahrer. Ich habe mich ja hochgedient vom normalen Fahrer unseres Sohnes Maximilian, der ja ein Fan ist. Ja, bis ich dann selbst gemerkt habe, dass das eigentlich eine schöne Sache ist, sagen wir, so kann man seine Zeit schön mittags rumbringen. Und dann hat mich fasziniert, wie der FCK hinter dem Bundesliga-Hügel hochgeschossen ist und dann mit einem Looping am Himmel blieb und wie er das so durchzieht. Finde ich das toll, eine tolle Geschichte. Einer, der dem Volk aufs Maul schaut, wie Gerd Dudenhöfer, müsste im Fußball eigentlich Anregungen en masse für seine Figur Heinz Becker finden. Ich kenne nur bis jetzt zwei Schlagwörter hier, wo mir immer jemand von hinten ins Ohr, das ist immer das Luftbump und Lachblatt. Also wenn irgendwas passiert, ruft dann der Luftbump, Luftbump und Lachblatt. Aber mehr kriege ich nicht, es ist ja so laut hier, man kann sich keine Anregung holen. Wenn schon der Kabarettist keine Anregungen findet, so gibt es doch Fans, die den FCK in Teufelsnamen kritisch hinterfragen. Alexander Lutz hat sich schon so manche Nacht um die Ohren geschlagen. Er bastelt das Fanmagazin in Teufels Namen zusammen. Auflage 1500 Stück. Meist sind sie schnell verkauft, ohne Profit. Denn darum geht es dieser Redaktion nicht. Die setzt sich aus über ganz Rheinland-Pfalz verstreuten FCK-Fans zusammen. Alle sind Typen, die sich mit dem FCK identifizieren. Aber einige Entwicklungen im Profifußball nicht widerspruchslos hinnehmen wollen. Viele wollen dann eher was lesen über Pavel Kuka, seine neue Frisur oder sonst irgendwas. Und wundern sich eben, dass es in dem Heft eben mehr über andere Sachen geht, die jetzt nicht unbedingt die Spieler und den Trainer betreffen, sondern eher so das Umfeld und die Fans. Und die meisten Leute, wenn sie es einmal gekauft haben, kaufen es auch immer wieder. Also da sind sie begeistert. Es ist halt einfach so, dass eben, wie das offiziell verkauft wird, dass das halt alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und ich denke, dass man auch, wie gesagt, auch aus einem anderen Blickwinkel das ab und zu sich angucken sollte. Ja, wird doch irgendwie doch noch erhalten, dass halt die Leute noch stehen können, dass Fußball noch bezahlbar ist. Was jetzt gerade mit der Preiserhöhung, wo der FCK jetzt vorhat, doch auch schon ganz, ganz kritisch wird. Für 90 Minuten in der Westkurve verstummen die kritischen Töne.
Da jubeln sie wie jeder andere auch, in Teufelsnamen. Das Fanmagazin hat eine Internetadresse und die Redaktion kommuniziert mit anderen Fußballfans rund um die Welt. Alexander Lutz, Informatikstudent und seit Jahren engagierter FCK-Fan, kann so jederzeit Informationen sammeln, was sich in anderen Vereinen im Vergleich zum FCK so tut. Mit Überheblichkeit hat sich schon mancher geschnert und Neid hat schon vieles Herrn total verwirrt. Ich wünsche der Betze-Mannschaft und ihrem Trainer alles Gute. Es geht hoffentlich so weiter mit gutem Mute. Es war genau die richtige Wahl, sagt der Mann, der 5 Tage in der Woche in seinem Mainzer Büro verbringt. Horst Schöms, Bankdirektor. Die eine Seite von ihm. Teuflisch, so sieht die andere aus. Alle 14 Tage Rollentausch. Der Bankdirektor wird zum Stadionsprecher. Hier hören 38.000 Menschen auf ihn. In Mainz sind es 100 Angestellte. 2 Welten, 2 Seiten. Die Bankdirektor Schöms braucht. Ich kann mich sehr, sehr gut im Anzug bewegen. Ich kann mich aber auch sehr gut in der Lederjacke bewegen. Ich habe da kein Problem. Ganz im Gegenteil. Ich halte es eigentlich für sehr, sehr wichtig, wenn heute jemand in einer verantwortungsvollen Position tätig ist, dass er auf der einen Seite diese Facette hat, aber auch noch eine andere Facette hat. Für mich persönlich ist es wichtig und es zeichnet irgendwo auch eine Persönlichkeit, denke ich mir heute aus. Spürbar ist es jede Sekunde. Das Amt beim FCK ist mehr als nur ein Job. Im Stadion ist er ein Fan, wie viele andere auch. Nervös und leidenschaftlich. Ruhig und souverän dagegen in der Bank. Beruf das eine, Berufung das andere. Als Fußballspieler war er ohne Chance, deshalb wurde er Stadionsprecher. Erst bei der Spielvereinigung Ingelheim, dann bei Mainz 05 und jetzt beim FCK. Aufstieg und Endstation zugleich. Der Betze ist das Höchste für den Bankdirektor. Nein, Vereinswechsel wird mir sehr, sehr schwer fallen, muss ich ehrlich sagen. Ist eigentlich für mich nicht denkbar. Wer einmal auf Deutschlands höchstem Fußballberg moderieren durfte, für den gibt es eigentlich keine Steigerung. Liebe kann man nicht erklären, sagt er, nur Woche für Woche erfahren. Ein Bankdirektor bei den Roten Teufeln als Stadionsprecher. Ein Beleg, dass der Fußball in den vergangenen Jahren gesellschaftsfähig und für die Wirtschaft interessant geworden ist. Eine Loge mit 9 Plätzen kostet beim FCK über 60.000 Mark pro Saison. Zu Gast bei der Carlsberg-Brauerei. Auch hier sind Fußballspieler Anlass, Geschäftspartner zu empfangen. Die Pfalz, die Saar, Luxemburg, Frankreich, alles das ist für uns große Heimatgebiet. Kaiserslautern ist der große Verein, der vielen Pfälzern und Saarländern Gefühl gibt. Einfach Heimatgefühl, Identität. Und wer hinein investiert, kriegt diese Identität wieder zurück und kriegt aber auch sein Geld wieder zurück. Das heißt, wenn wir hier Kunden empfangen, Mitarbeiter, verdiente Mitarbeiter empfangen, kommt das wieder zurück in Form einer sehr großen Motivation. Ganz wichtiger Faktor. Ein Unternehmensboss als Fan. Investitionen aus dem Bauch heraus. Das Phänomen FCK als Wirtschaftsfaktor. Die emotionale Stadionatmosphäre lässt Geschäfte einfacher zustande kommen. Zumindest bei jenen, die hier einmal im Gästebuch stehen dürfen. Also zu Abschlüssen hier nicht. Dazu ist es zu laut, zu hektisch, zu emotional. Aber die Vorbereitung findet sicherlich hier statt. Und die, die das zulassen, als unsere Geschäftspartner, die kommen auch gerne wieder her und sind lange bei uns. Das heißt, Kaiserslautern motiviert zum langjährigen Geschäftsfreund. Aber hinter der Maske der Wachstumsbranche Fußball verbirgt sich zuweilen ein anderes Gesicht. Auch beim FCK. Hermann Thun lebt im Abseits der Millionen. Bei Heimspielen hält der 77-jährige Rentner ein paar Teufelchen und Mützen zum Verkauf parat. Der FCK duldet diesen Konkurrenten im Fanartikelbereich aus sozialen Gründen. In der Westkurve, hier stand Hermann Thun vor ein paar Jahren auch noch. Heute sitzt er selbst während der Spiele an seinem Stand in der großen Pausenhalle. Jede Mark ist wichtig.
Ich habe so eine kleine Rente. Ich krieg 272 Marken, 28 bei den Rente. Und da gucke ich halt auf die Art, da ich was verkaufen kann. Das ist immer noch besser, als wenn ich mich mit so einem Pappendeckel in die Fußgängerzone hocke und die Leute arbeite. Das bringe ich nicht fertig. Und während nach dem Spiel die bahnbrechenden Erkenntnisse aus 90 Minuten Fußball in die deutschen Wohnstuben flimmern, packt der FCK-Hermann seine Teufelchen und Mützen wieder ein. Und wenn er Glück hat, sind ein paar Mark hängen geblieben. Daheim in seinem Zimmer, in einer Wohngemeinschaft, erzählt der FCK-Hermann am liebsten von seinem schönsten Tag, als der FCK 1991 Meister wurde und er dabei war. Und er denkt zurück an Hannes Bongartz, bei dem er manchmal übernachten durfte, wenn er gerade kein Dach über dem Kopf hatte. Ich war mit Hannes, seinem Vater, in der Gefangenschaft gewesen. Und dadurch haben wir nachher, wo wir heimgekommen sind, haben wir noch Kontakt miteinander gehabt und dadurch habe ich den Hannes kennengelernt. Der FCK hat sein Leben bestimmt, von damals bis heute. Was wäre ohne den FCK gewesen? Da will ich ganz ehrlich sein und sagen, ich habe Zeiten gehabt, wo ich mir überlegt habe, gehe ich oben auf den Bahnhof, schmeiße vor den ersten Zug und da ist Ruhe. Wenn es der FCK nicht gäbe, wäre ich heute nicht mehr da. Das wäre es 100%. Der FCK ist noch das Einzige, was mich aufrecht hält. Einmal roter Teufel, immer roter Teufel. Das gilt auch für Herbert Hoos, 7 Jahre lang Profi beim FCK. Heute bei jedem Spiel auf der Tribüne. Aber kurz vor der Halbzeit ruft die Pflicht. Herbert Hoos ist zum Arbeiten da. Selbst Besitzer einer Fleischfabrik hilft er regelmäßig im Imbiss seines Schwiegervaters aus. Natürlich auch, um nach dem Karriereende weiter FCK-Atmosphäre zu schnuppern. Die Bindung zum Verein hier ist einfach, meine ich, viel, viel stärker, wie in Schalke oder jetzt wie in Dortmund ist, weil ach, das Umfeld hier so alles zusammenpasst. Auch Dieter Kitzmann zieht es nach 70 Spielen für den FCK manchmal ins Stadion zurück. Hallo, Kitzmann, einst größtes FCK-Talent, musste seine Karriere nach vielen Verletzungen früh beenden und betreibt heute einen Kiosk. Dankeschön. Tschüss. Die meisten Kunden stammen aus dem Grünen Winkel, einem sozialen Brennpunkt Kaiserslauterns. Hier ist der FCK Ersatzreligion. Aber als wir mit unserer Kamera auftauchen, wirken die Häuser unter der Autobahnbrücke plötzlich wie ausgestorben. FCK-Fans, die Öffentlichkeit scheuen. Das ist ihr Lebensinhalt, ja. Die kommen morgens, mittags und abends und reden eigentlich nur über den FCK. Das ist für die also was ganz Besonderes. Und je nachdem, wie es mit ihren finanziellen Mitteln ausschaut, gehen sie auch hoch und holen sich eigentlich, sag mal, alles, was mit FCK zu tun hat. Hannes Riedl war immer ein besonders volksnaher Fußballer. Nach 441 Bundesligaspielen ist er heute samstags, punkt 3:30, immer noch nervös. Diese innere Unruhe, die ist heute wie gesagt noch da, obwohl diese aktive Zeit ja gar nicht mehr vorhanden ist. Früher in der Zeit, als ich nicht mehr hier hochgegangen war, aufgrund dessen, weil ich vielleicht dementsprechend verhindert war, beruflich oder sonst was, bin ich mit meinem Hund in den Wald gegangen, um das Ganze irgendwo zu kompensieren. Inzwischen kümmert sich Riedl, hauptamtlich beschäftigt beim FCK, um die organisierten Fans. Mehr als 11.000 in 310 Fanclubs. Ein Job mittendrin im Phänomen FCK. Das Ganze ist traditionell in den Familien gewachsen und wenn man es richtig sieht, der Verein hat eigentlich einen ungeschriebenen Generationsvertrag. Das ist ein Pflänzchen, was für diesen Verein immer und ewig da ist, das Herzblut für diesen Verein hat und ein Pflänzchen muss man hegen und pflegen. Zur Zeit von der Walder Elf,
das war noch Sport. Der Walter Fritz, der wäre doch nicht wegen dem Schnee der Mama und vom Bett sofort. Nur Zusammenhalt, das bringt Glück. Das gilt für die Familie, für den Sport und für die Politik. Für Rote Teufel gibt es im Fritz-Walter-Stadion keine Hindernisse. Auch nicht bei Platzordner Max Bergdoll, der schon seit einigen Jahren auf der Südtribüne Karten kontrolliert. Ich bin ein begeisterter Fan, und zwar seit der WM 1954, als die Weltmeister-Elf durch Insheim fuhr. Am 4. Juli war das Endspiel und am 6. oder 7. sind sie durchgefahren. Als 13-Jähriger stand ich am Bahnhof und war von damals an begeistert und habe dann einige Spiele bereits als Kind miterlebt und bin natürlich seit den 16 Jahren ständig hier. So, meine Damen und Herren, ich darf die Sitzung des Ortsgemeinderates Insheim eröffnen. Alle recht herzlich begrüßen. Bürgermeister in der südpfälzischen Gemeinde Insheim. Das ist der Platzordner Bergdoll im bürgerlichen Leben. Und auch in seiner 2200-Seelen-Gemeinde herrscht Ordnung. Insheim ist schuldenfrei und darauf ist er stolz. Seit 24 Jahren ist Max Bergdoll Bürgermeister. Kürzlich stand sein Dienstjubiläum an. Kreistagsmitglied, Verbandsgemeinderat, ehrenamtlicher Richter und Betreuer für 8 mittellose Bürger der Gemeinde. Sein Tag ist ausgefüllt. Als eines seiner größten Verdienste sieht Max Bergdoll den Rasenplatz des FC Insheim an. Früher hat der CDU-Mann selbst hier gekickt, natürlich rechts vorne. Und er hat miterlebt, wie in der Südpfalz eine riesige FCK-Fangemeinde entstand. Der Südpfälzer, ein besonderer FCK-Fan. Er geht mir eher aus sich raus. Man sagt, er ist also bereit, man sagt, mit der Begeisterung teilzuhaben und spielt selbst mit innerlich. Als Ordner auf der Sitztribüne lässt es der Ortsbürgermeister aber etwas ruhiger angehen. Die Westkurve war ihm zu laut. Dort im Block 8 stehen die allertreuesten FCK-Fans. Auch die Lauterer Jungs aus Zweibrücken, ein Fanclub, der kürzlich Andreas Reinke zu Gast hatte. Das Geschenk eines Fans für den oft kritisierten Torhüter, auf den ersten Blick nichts Besonderes, eine Flasche Wein, die Ex-Präsident Norbert Tienes, dem Bruder des Fans, 1989 geschenkt hatte. Als er schwer krank war, hat er die vom Norbert geschenkt bekommen. Da hat er immer gesagt, wenn wir mal irgendwann was gewinnen, irgendwann mal was, dann machen wir die auf. Ne? Und er ist leider ein halbes Jahr, bevor wir Pokalsieger das erste Mal geworden sind, ist er verstorben. Dann habe ich die Flasche eben stehen lassen. Ich wollte sie auch nie hergeben. Ne? Nur nachdem ich eigentlich im Herr Reinke eigentlich so fies mitgespielt habe, habe ich gesagt, das ist der Einzige, der eigentlich die Flasche verdient hat. Ralf Reinke ist Vorsitzender des Fanclubs Lauterer Jungs. André Wagner, einer der führenden Köpfe. Was die deutsche Meisterschaft des 1. FC Kaiserslautern für sie bedeutet, kann kein Außenstehender nachvollziehen. So ein Titel, das ist das. Das sind die Momente, vor was ich auf der Welt bin. Vor das bin ich geboren. Ich habe gebetet zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich. Oder nee, es war das zweite Mal. Ich glaube, ich habe zum zweiten Mal im Leben gebetet. Ganz ehrlich. Ralf Reinke, gelernter Automechaniker, arbeitet als Maschinenführer in einer Möbelfabrik. Seinen früheren Job hat er aufgegeben, weil er bei FCK-Spielen nicht immer Urlaub nehmen konnte. Fachhochschule Zweibrücken. Hier studiert André Wagner Betriebswirtschaftslehre. Auch er hat seine Stelle als Industriekaufmann freiwillig aufgegeben, weil seine Arbeitszeiten mit FCK-Spielen kollidierten. Ein Studium ist besser an den Bundesligaspielplan anzupassen. Der Tag der Meisterschaftsentscheidung. Die Lauterer Jungs auf dem Weg ins Stadion. Eine reine Männergesellschaft. Ganz ehrlich, es ist so wichtiger für mich wie Frau. Ganz ehrlich, weil der Verein, den habe ich, der bleibt. In Erfolgserlebnissen umso schöner. Die Steffi liebt Mäde. Ich habe sie total gern, aber sie weiß, wenn sie irgendwie da quer schießen tät. Ich habe gesagt, der FCK steht noch einmal eine Nummer oben drüber. Ich sage, der FCK ist das, sie muss sich einfach mit noch richten. Und soweit gab es dann aber ganz gut. Sie hat sich damit abgefunden.
bleibt dran nichts anderes übrig. Kurz vor dem Spiel. Ralf und André wirken noch gelassen. Im Block 8 der Westkurve sind sie die Stimmungsmacher. Aber trotz Aufstieg und Meisterschaft, beide beklagen, dass sich die Stimmung seit Jahren verschlechtert und die Kreativität nachlässt. Und dann kommen die immer mit demselben Kokolore, so schalalalalalala. Oder das auf geht's laut, dann schießt ein Tor. Da wäre ich bald wahnsinnig. Da die richtige alte Lieder kommt gar nicht mehr. Die Jungs, da sind kleine Kinder drin, das hat es früher nicht gehabt. Da war mal lauter und da war Stimmung. Und was halt ist, das ist die Kindergarten. Viel mehr ist es nicht. Leider Gottes. Fußball als Droge. Die Wirkungen einer Sucht. Zu studieren bei den Abhängigen in der Westkurve. Tore verhelfen zum besonderen Kick. Tore, von denen sie, wie alle Süchtigen, nicht genug kriegen können. Im Stadion, egal was ist, für mich geht um alles in der Welt, muss der FCK gewinnen. Egal um was, da gehe ich über Leiche. Wenn das irgendwie klappen sollte, denke ich, es gibt den größten Teil in meinem Leben. 100%, ich werde noch schneller wie 91. Ja, sie sind high. Es ist der Rausch, der ihre Handlungen bestimmt. Ein Rausch, den 11 rotgekleidete Fußballer verschaffen. Der in einem anderen Stadion in Deutschland von 11 anderen Fußballern aus München jäh zerstört werden kann. Weshalb auch Teufel beten lernen. Lieber Gott, lass es wahr sein! Der liebe Gott hat die Teufel erhört. Was ist die Freude Otto Rehhagels gegen die Zigtausender? André und Ralf hatten sich im Trubel lange nicht gefunden. Erst eine halbe Stunde nach dem Spiel lagen sich die Freunde in den Armen. Und dann hat es noch ein paar Tage gedauert, bis ihnen bewusst war, dass sie den schönsten Tag ihres Lebens erlebt hatten. Otto Rehhagel ist für mich ein Welttrainer, obwohl der Hoeneß gesagt hat, er wäre keiner. Er wäre für die Provinz wäre der richtige Mann. Der Erfolg hat es bewiss. Ich glaube, da ist was dran. Die Roten Teufel sind Deutscher Meister 1998. Die Roten Teufel, wer sind die überhaupt? Abteilung für Zell- und Molekularbiologie bei der Knoll AG in Ludwigshafen. Ulla Ossowski statt im Teufelskostüm im gelben Kittel. Sie arbeitet in der Medikamentenforschung mit radioaktiven Substanzen. Von ihrem Teufelsdasein beim FCK wissen die Kollegen nichts. GBG Unfricht, guten Tag. Ja. Simone Unfricht verwaltet mehr als 2000 Wohnungen in Mannheim. Sie arbeitet für eine gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft. Mieter, die sich beklagen, landen bei ihr. Ein stressiger, manchmal teuflischer Job. Miriam Erstein ist die dritte im Bunde. Die Friseurmeisterin bringt ihre beiden Teufelskolleginnen für den Meisterschaftsendspurt in Form. Die drei jungen Frauen wechseln sich seit Jahren ab. Immer zwei laufen bei den FCK-Heimspielen als Teufel auf. Fragt sich, wie kommt man dazu? Da war ich also erstmal schockiert, weil ich da einen Bremer Fan gesehen habe. Und da war ich im ersten Moment, habe ich gedacht, um Gottes Willen, was ist denn da los? Weil ich war ja noch nie dabei. Und ja, und habe gedacht, nee, also da gehe ich nicht mehr mit. Und 14 Tage später war ich wieder dabei. Das reißt einen unwahrscheinlich mit. Das kann man auch nicht beschreiben, das muss man erlebt haben. Das kann man so gar nicht beschreiben. Das ist einfach faszinierend. Wenn man Pfälzer ist, dann gehört eigentlich der Betze mit dazu. Das ist irgendwie, also man wird eigentlich als FCK-Fan neugeboren. Meistens kommen sie kurz vor dem Spiel von der Arbeit angehetzt.
Im Bauch der Westkurve streifen sie ihre teuflische Kleidung über. Die Fans draußen singen sich schon in Stimmung. Der Tanz der Teufelchen ist für die FCK-Anhänger längst ein unverzichtbares Ritual. Aber der Job ist anonym. Kaum einer kennt sie. 10 Minuten vor Spielbeginn geht es raus in die Anonymität. Also ich fühle mich besser, wenn ich die Maske auf habe und mache da draußen halt ein bisschen den Kasper, sozusagen. Das ist irgendwo wie eine, ich würde sagen, wie eine Droge, so dorthin zu gehen. Und ich bin mir fast sicher, dass ich gar nicht davon wegkomme. Die Folge der Meisterschaft: In Zukunft sollen vor den Spielen regelmäßig 3 Teufelchen auflaufen. Auch das dritte Kostüm wird selbst genäht. Fragt sich, wie lange die 3 jungen Frauen an der Teufelei noch Spaß haben. Wenn ich so überlege, mit 45, 50 so ungefähr, das sieht ja bestimmt ein bisschen blöd aus dann. Ich glaube, selbst wenn auch irgendwann mal die Zeit vorbei wäre, dass wir als Teufel dort hochgehen, ich denke, man bleibt trotzdem immer dran hängen. Es wäre mal schön, wenn irgendjemand kommen wird und wird Danke sagen, dass wir halt immer die Fans heizen. Das liegt sicher daran, dass kein Verantwortlicher beim FCK weiß, wer eigentlich unter den Teufelsmasken steckt. Alle Fans wünschen den Roten Teufel viel Gesundheit und viel Glück. Vielleicht haben sie es geschafft und kehren als Fußballmeister zurück. Der FCK ist Meister. Otto Rehhagel und die Mannschaft haben Großartiges geleistet. Aber auch die Masse auf den Rängen hat ihren Anteil. Phänomen FCK. Ich denke, dass die Massenphänomene sich wesentlich durch eine starke Emotionalisierung und eine Aktivierung einer Menschenmenge auszeichnen. Und sie wesentlich auch basieren auf Bedürfnisbefriedigung, die Menschen eben suchen. Sie wollen ausbrechen aus dem Alltag. Sie wollen Bedürfnisse befriedigen nach Geborgenheit. Sie wollen Zuwendung, sie wollen Euphorie, sie wollen Abenteuer, sie wollen Risiko, sie wollen Begeisterung, sie wollen Ausgelassenheit. Und all das, was sie suchen, finden sie natürlich hier in so einer tollen Atmosphäre, die hier im Stadion geschaffen wurde.